Freunden, Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Zieht euch rein. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir vorbeischaut. Ja, Freunde, ein kleines Handicap-Video am Stissel hier, Freunde. Einige von euch haben ja das Weihnachtspack-Opening gesehen. Da ist der Dennosch, also meine Wenigkeit, im Gips, weil ich an der Hand operiert wurde, Freunde. Und ja, das ist jetzt so, glaube ich, so das fünfte Spiel, nachdem ich so einigermaßen den Daumen wieder so eingespielt habe, sage ich mal. Und also das Gameplay bitte nicht zu hart bewerten. Wünsche euch trotzdem viel Spaß, deswegen gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Ist eigentlich nur so ein kleines Update-Video für euch, Freunde. Und ja, auf jeden Fall das schon mal dazu. Ja, Freunde, die 2000 Abos stehen bei mir quasi vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange, Freunde, und dann ist es soweit. Der Dennosch hat die 2000 Abos gepackt. Dank euch, Freunde, dank euren super Support, den ihr mir so leistet in der letzten Zeit. Und ja, da bin ich einfach richtig dankbar für. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das ja gleich Anfang 2016 schon in greifbarer Nähe habe, Freunde. Und ja, es ist echt Wahnsinn. Also ich habe immer so auf die 1000, habe ich immer spekuliert, muss ich ganz ehrlich sein. Und ja, das ging dann relativ flott so in der letzten Zeit. Und jetzt stehe ich schon kurz vor den 2000 Abos, Freunde. Und das ist echt einfach nur krass. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also wenn ich mir das einfach mal auf der Zunge zergehen lasse, 2000 Abonnenten, Freunde. Das ist einfach, keine Ahnung, Alter. Ich kann das in Worte einfach nicht fassen, ohne Scheiß. Und ich habe sie zwar noch nicht erreicht, Freunde, aber es fühlt sich schon Porno an. Ohne Scheiß, das ist total geil. Wenn ich darüber rede, da geht mir das Herz auf, muss ich mal so sagen. Und ja, das hätte ich ohne eure Hilfe natürlich nicht geschafft. Und ja, dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, Freunde. Also jetzt hier will ich mal aufhören zu schleimen, aber ja, ist halt so. Also ohne euch hätte ich keine 2000 Abonnenten und von daher auf jeden Fall einen riesen Dank an euch. Und ja, ich bin am Überlegen, ich bin ja zu dem 1000 Abo Spezial irgendwie nicht gekommen, weil ich nicht so das Passende gefunden habe. Ich frage mich einfach, was kann man machen zu einem Abo Spezial? Was ist ein Spezialvideo? Da hat natürlich jeder eine andere Auffassung von und keine Ahnung. Und ich habe mir einfach gedacht, so, ich mach so viel mit euch, gehe auf eure Wünsche ein, was die Embleme angeht und Labrababa, Freunde. Und da habe ich mir doch einfach gedacht, warum bequatsche ich das Ganze nicht einfach mit meiner Community und lass mir eventuell von euch ein paar Anreize geben, was ihr euch so wünscht als Abo-Spezial. Oder ihr sagt einfach, Dennis, scheiß auf ein Abo-Spezial, mach einfach so weiter wie gehabt. Und wenn du beim nächsten Mal was weißt, dann mach eins oder so. Kann ja auch sein, Freunde, ist ja alles legitim irgendwo. Und auf jeden Fall, ja, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt oder irgendwas gerne sehen würdet oder keine Ahnung was, haut es einfach unten in die Kommentare rein und ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen, Freunde. Was habe ich noch? Achso, ich habe noch eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall geht es hier noch um so eine kleine Serie, die ich ja noch am Start hat. Do You Know Him? Und ja, da geht es um einen YouTuber-Raten, Freunde. Und da, ja, da bin ich nochmal irgendwie auf eure Hilfe angewiesen. Schwanz im Mund. auf jeden Fall, Freunde, ja, es geht um Folgendes. Ich habe schon einige YouTuber angeschrieben. Also ich werde das jetzt nicht mehr machen, weil ich bekomme sowieso keine Antwort, weil ich denke einfach mal, dass ich in der Masse irgendwo untergehe. Und wenn sie da so einen kleinen sehen, der jetzt hier knapp vor den 2000 Abos steht, für mich ist das eine Riesensumme, aber für die halt nicht, Freunde. Keine Ahnung, ich vermute einfach mal, dann geht das irgendwie unter, weil die werden von allen möglichen Leuten zugelabert, Freunde. Und normalerweise, ich sehe das normalerweise so, geht der größere YouTuber auf dem kleineren zu. Das sollte auch so sein. Ich denke mal, einfach weil, ja, das ist einfach so. Das will ich eigentlich auch beibehalten. Ich will nicht irgendwie die größeren YouTuber da irgendwie voll spammen mit irgendeinem Scheiß und denen da irgendwie auf die Eier gehen, Freunde. Und da denke ich mir einfach, kann ich doch einfach mit Arbeit überzeugen, Freunde. Natürlich würde es mir jetzt leichter fallen, mehr Klicks auf diese Videos zu generieren, wenn ich gleich den Titel zum Beispiel, nehmen wir mal von Totti von Honisse 86. Wenn ich einfach Titel da reingepackt hätte, Emblem Honisse 86, da hätte ich auf jeden Fall mehr Klicks bekommen, als wie wenn ich es unter diesem Titel verstecke, Do You Know Him? Also die Leute kennen es einfach noch nicht und das Problem ist halt, die wissen noch nicht, was sie erwartet. Einige von euch feiern das ja, beziehungsweise finden es nicht schlecht und ja, da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ihr vielleicht mir noch ein bisschen Unterstützung geben könnt in dem Ganzen und mir einfach, ja, mein Video einfach noch ein bisschen
mehr teilt, liked oder weiterempfehlt, Freunde, damit es auch irgendwo eine größere Masse anspricht, weil ich finde die Serie irgendwie cool. Ja, was ihr im Endeffekt davon haltet, weiß ich noch nicht so genau. Einiges an gutes Feedback habe ich schon bekommen. Einiges Gutes an Feedback habe ich schon bekommen. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Pam. Und ich will einfach diese Serie irgendwie noch ein bisschen fördern, weil ich habe extrem Bock darauf und ich finde es einfach irgendwie cool, Freunde. Und von daher, ja, bin ich halt auch auf eure Hilfe angewiesen, was diese Serie angeht, weil ich habe keinen Bock, einfach von den YouTubern die Titel da oben halt in den Titel reinzupacken. Also, ne, ihr wisst ja, was ich meine, die Namen. Und dann würde das auf jeden Fall mehr Klicks geben, wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen größeren YouTuber nehme. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da wird das mit den Klicks um einiges mehr sein, wie es jetzt ist. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache, weil ich muss auch irgendwie Bock dazu haben. Und ich habe Bock auf diese Serie. Ich habe Bock, das so zu machen, wisst ihr, Freunde? Und da will ich einfach, dass das irgendwie hinhaut. Und ich hoffe einfach, dass ihr mich da weiter unterstützt, weil gerade was diese Serie angeht, da bin ich, ich brenne einfach drauf. Ich finde das einfach nur geil und gut, das könnt ihr jetzt komplett anders sehen, aber ich sag mal, für die Leute, die diese Serie gesehen haben und ich versuche das alles auch noch ein bisschen aufzubauen, dass es noch ein bisschen professioneller wirkt und so, da brauche ich aber auch ein bisschen Zeit und einfach ein bisschen Übung, Freunde, um das Ganze irgendwo relativ gut darzustellen. Do You Know Him 2, also die zweite Folge, die ich jetzt gemacht habe, die hat mir schon so vom Stil her relativ gut gefallen, Freunde, so wie ich das so gemacht habe. Klar, bei der ersten, da musste ich noch so ein bisschen gucken, wie ich das Ganze so gestalte. Da war ich mir noch nicht sicher und auch einfach noch nicht so, ja, ich war mir halt noch nicht sicher, wie ich das so machen soll. Und Freunde, da müsst ihr mich auf jeden Fall irgendwie mit unterstützen, Freunde. Also, würde ich einfach nur geil finden, wenn ihr das dann irgendwie weiterempfehlt oder so. Ich weiß, like geil und so, aber ja, man will ja auch, dass seine Arbeit irgendwo Lorbeeren trägt und die versuche ich dann jetzt hier irgendwie so einzuheimsen, Freunde, und einfach mal so auf diesem Wege euch darauf hinzuweisen, dass wir eventuell da noch ein bisschen was erreichen können und das Ganze noch größer gestalten können, Freunde. Ja, weitere Projekte. Ja, ich hatte eigentlich ein Projekt mit dem Strohhut Sanji am Start, Freunde. Da könnt ihr eigentlich auch mal unten auf die Videobeschreibung gehen. Da packe ich einfach mal einen Link für den guten Herrn rein. Und wir wollten so ein paar kleinere YouTuber pushen, aber ich habe einfach zu wenig Zeit dafür, Freunde. Und im Moment macht er das alleine. Wir wollten eigentlich so immer so ein, zwei Mal die Woche, beziehungsweise so alle zwei Wochen mal drei Kanäle vorstellen und wollten das Ganze auch noch irgendwo zusammen machen. Aber ich kriege das einfach nicht auf der Kette zeitlich, weil halt auch meine Projekte nicht auf der Strecke bleiben sollen. Und das ist halt so, was mir eigentlich am größten am Herzen liegt, weil ich will halt, dass das bei mir auch weiterläuft, auch so, wie wir es jetzt erstmal so gestaltet haben zusammen hier. Und ich denke, das ist auch so ein Grund, warum ihr diesen Kanal abonniert habt. Und da will ich euch halt irgendwo auch nicht enttäuschen. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall, der pusht kleinere YouTuber, beziehungsweise schafft ihn einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Er ist jetzt auch nicht der größte YouTuber, aber ihr wisst ja, Freunde, wenn man überall mal so ein bisschen sein Feedback abgeben kann, beziehungsweise sich mal ein bisschen bekannt machen kann, ist das ja auch nicht schlecht für kleinere YouTuber, weil ich und Sanji, wir haben einfach festgestellt, dass wir auch öfter mal Spam und sowas unter unseren Kanälen haben, wo halt kleinere YouTuber versuchen, auch noch Aufmerksamkeit zu bekommen, Freunde, was ja natürlich ziemlich schwer ist in dieser Riesenmasse an YouTube-Kanälen, die es im Moment so am Start gibt, Freunde. Und da versuchen wir halt irgendwie was Gutes für euch zu kreieren. Und ich komme da im Moment nicht so ganz nach. Der Sanji ist da relativ locker geblieben, war mir jetzt auch nicht so ersichtlich böse. Fand es ein bisschen kacke, dass ich halt im Moment noch nicht so viel Zeit darin investiert habe und deswegen hat er schon mal alleine mit dem Ganzen angefangen. Aber ich denke, wenn ich auf diesem Weg irgendwo noch ein bisschen Werbung dafür machen kann, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und geht auf jeden Fall mal auf den Kanal, wenn ihr einen YouTube-Channel habt und wollt ein bisschen eure Reichweite erweitern. Und mein Gott, wenn es zwei Abonnenten sind, die ihr dadurch mehr bekommt, dann sind zwei Abonnenten mehr, Freunde. Und so müsst ihr das einfach mal sehen. Und deswegen geht da mal auf den Kanal und bewerbt euch da einfach und macht da einfach mit. Ist eine tolle Sache. Ich finde, der Sanji setzt es auch sehr, sehr authentisch um und von daher relativ nett gemacht, Freunde. Und zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ja, dann habe ich noch eine kleine andere Sache vor mit euch, Freunde, weil ich denke mir, dass ich auch ein relativ kreatives Publikum habe. Und wenn ihr jetzt schon die ein oder andere Stunde im Emblem-Editor verbracht habt und jetzt zum Beispiel mein Emblem nacherstellt habt, Freunde, dann denke ich mir doch ganz einfach mal, seid ihr auch relativ geübt, was diesen Emblem-Editor angeht und könnt mir da
ja, auch mal eure Embleme zeigen. Und da möchte ich euch doch einfach mal bitten, geht doch mal auf mein Facebook-Profil und postet dort eure Embleme. Einfach mal so, ich mache da einfach so einen Aufruf jetzt hier über YouTube und... wenn ihr meint, ihr habt da auch noch irgendwie ein Emblem und ihr habt ja zum Beispiel keinen YouTube-Kanal oder wollt ja kein Tutorial drüber machen oder irgendwas, aber einfach mal wissen, was die Leute davon halten, dann würde ich doch einfach mal sagen, macht ein Foto davon, ein Screenshot oder was auch immer, Freunde, und postet das auf meiner Facebook-Seite und da will ich mal sehen, was ihr so euch so erstellt. Beziehungsweise könntet ihr euch da auch nochmal untereinander austauschen, Freunde. Und geht da auf jeden Fall mal drauf und postet mir einfach mal so ein paar Fotos von euren Emblemen, Freunde. Da bin ich ja ziemlich heiß drauf. Und mal gucken, vielleicht mache ich dann daraus so eine kleine Serie, so einmal die Woche oder zweimal die Woche irgendwie Abo-Embleme oder irgendwie sowas, Abo-Top 5. Oder Abo-Embleme Top 5, dann werde ich da eure Abos, beziehungsweise nicht eure Abos, sondern von meinen Abonnenten die Embleme zeigen, Freunde, und macht dann da so eine Top 5 draus und ihr könnt euch dann darüber auch nochmal auslassen, hinterher in den Kommentaren oder irgendwie so. Denke ich, können wir da zusammen was reißen, Freunde, und macht das auf jeden Fall mal. Ich bin mal gespannt, ob das hier Ganze hier so Anklang finden wird, ob ihr mir überhaupt noch zuhört, Freunde. Da bin ich auch mal gespannt, Freunde. Ich werde jetzt in der letzten Zeit öfter gefragt, ob ich halt mal mit meinen Abonnenten zocken kann, Freunde. Das seid ja dann ihr. Im Moment ein bisschen schwierig, weil ich habe auch noch ein paar Freunde, mit denen ich spielen möchte. Und wenn ich jetzt wirklich viel Zeit hier in YouTube investiere und da im Emblem-Editor rumhänge, Freunde, dann muss ich auch ab und zu mal mit meinen Freunden spielen und die muss ich halt einfach ein bisschen vorziehen. Aber da habe ich mir einfach überlegt, meine Abonnenten, die liegen mir auch ganz schön am Herzen, Freunde. Und das Ganze muss ich jetzt irgendwie im Einklang bringen und da bin ich am Überlegen, ob ich da irgendwie einmal im Monat Abonnenten zocken oder so mache. Eventuell tue ich dann noch Livestreamen oder so. Muss ich mal gucken, wie wir das Ganze so hinhauen. Da könnt ihr mir natürlich auch mal nochmal ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr davon haltet und ob ihr auch da Bock drauf habt. Und jetzt... habe ich eine Menge gefordert von euch, Freunde. Ihr müsst mir jetzt auf jeden Fall einen Kommentar unten in den Kommentaren hinterlassen. Und ich bin einfach gespannt auf euer Feedback. Bin da mega heiß drauf. Und jetzt habe ich euch einiges an Anreize gegeben, Freunde. Liken, teilen, nicht vergessen, Freunde. Do You Know Him? Weiterempfehlen die Serie. Und mir sagen, was ich als Abo-Spezial machen soll. Eure Embleme auf Facebook bei mir posten. Und Freunde, was haben wir noch? Abo-Spezial, hatte ich das schon? Was wir da machen? Da lasst ihr mir auch einen Kommentar da. Und wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann spult ihr das Video nochmal zurück und hört es euch nochmal an und dann könnt ihr mir nochmal einen Kommentar hinterlassen. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus, Freunde. Ich danke euch, dass die 2000 Abos so nah sind, dass ich sie schon fast riechen kann, Freunde. Und werde es jetzt auch nicht mehr loslassen. Ich behalte die im Auge, Freunde. Und hier gibt es ein Dislike für das Gameplay im Hintergrund. Da gibt es aber keine Schirme, Freunde. Ich bin raus. Euer Dennosch. Peace.